is an emergency! Wirklich jetzt? Das war so klar. Ja. Wolltest du ja. Willi, das war so klar. Komm runter. Das wolltest du ja. Runter. Du warst nicht da drin, ne? Wenn jemand fragt. Willi. Ja. Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend. In meiner Laufbahn aber ein Traktor? Ja. Mit, soll es geben, ne? Mit Musikanlage? Habe ich ja, das richtig Radio. Gehört? Ja, klar. Ja, jetzt hier mal im Ernst. Was macht ihr mit dem Traktor? Ja, umziehen. Das ist die Southside. Ja, ich wohne hier. Ja, klar. Ich ziehe von der Southside nach Palito. Ich fahre doch nicht 100 Mal da hin und her. Ah, okay. Und den Traktor, haben Sie in der Landwirtschaft, oder? Ja, ja, ich arbeite auf der Farm. Ach so, haben Sie vom Chef ausgeliehen, oder? Genau. Haben Sie ja, einen Traktorführerschein? Noch nicht. Also LKW kommt die Woche noch. Die Fahrschule ist da ziemlich hinten dran. Haben Sie den LSPD-Führerschein? Ja, den habe ich. Okay, cool. Ja, okay, komisch. Also es ging uns jetzt nur um die groteske Situation mit alles klar. Rasenmäher durch die Southside. Ja, ich wurde ja das gefeiert. Ja, das ist halt schon sehr auffällig. Ja, nur so ein kleiner Hinweis, ne? Ja. Uns ist es jetzt egal, aber der Herr, der auf der Ladefläche ist, ne, sie ja. müssen sich ein bisschen mehr hinsetzen bei der Fahrt. Also sie alles haben, klar. Es hat so ausgeschaut, als wenn sie da irgendwie sich im Stehen festgehalten haben. Das könnte ihn theoretisch als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Alles klar, okay. Dann setze ich mich hin. Ja, weil es gibt seit kurzem gibt's einen Präzedenzfall, der besagt, sobald die Gefahr ausgeht, dass der Beifahrer verletzt wird, gilt es schon als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und dann bewegen wir uns nicht mehr im Ordnungswidrigkeitenbereich, sondern bei einer Straftat. Alles klar. Nur so okay. Als Holala, vielen Dank. Dank. Ja, wie gesagt, nur, dass Sie da Bescheid wissen. Und viel Spaß noch mit dem Traktor. Vielen Dank. Dankeschön. Es ist halt, wissen Sie, das ist so ein Moment, da denke ich mir einfach nur so, made my day heute. Ne? Das war halt schon wieder echt blöder Tag, aber das feiere ich jetzt gerade. Super, ja, freut uns doch. Dann. Ja, überhaupt die Mucke dazu, das ist genial. Ja, ich wünsche Ihnen was. Alles klar. Ihnen noch eine schöne Schicht.